Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Vor allem geht es hier meistens um das Thema ChatGPT. ChatGPT ist ein wirklich tolles Werkzeug. Ich habe dazu ja auch schon das ein oder andere Video gemacht, wie es so unseren Alltag erleichtern kann. Aber heute schauen wir uns mal einen Bildgenerator an. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich an Midjourney denken, aber nein, diesmal geht es nicht um Midjourney und es geht auch nicht direkt um Stable Diffusion. Wem das jetzt zu viel ist, Stable Diffusion, Midjourney, das sollte auf jeden Fall dranbleiben, denn ich erkläre euch ein bisschen was über diese Bildgeneratoren und ich zeige euch einen neuen leuchtenden Stern am Himmel. Und damit herzlich willkommen in der Welt der Bildgeneratoren. Die meisten von euch werden ja Midjourney kennen. Das ist ja so eigentlich der, naja, ich nenne es mal Branchenstandard. Aber es gibt hier auch mittlerweile gute Alternativen. Als weitere Alternative wäre zum Beispiel Stable Diffusion zu nennen. Stable Diffusion wurde von der Firma Stability AI in die Welt geworfen, entwickelt. Und hier gibt es mit dem Dream Studio eine Möglichkeit, hier auch Bilder zu entwickeln. Das funktioniert soweit auch ganz in Ordnung. Es gibt noch andere Dienste, die dann aber letztlich auch auf diese Stable Diffusion zurückgreifen, weil Stable Diffusion ist meines Wissens nach Open Source und dementsprechend können natürlich auch andere Firmen darauf zugreifen. Und damit wären wir jetzt schon beim nächsten Punkt und zwar bei Leonardo AI oder Leonardo AI, wie ihr auch immer das aussprechen wollt. Und hier jetzt noch ein kleiner Hinweis, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ich werde euch nämlich einen kleinen Trick zeigen, wie ihr die normalerweise vorhandene Warteliste umgehen könnt und eigentlich sofort loslegen könnt. Aber dazu dann später mehr. Schauen wir uns mal Leonardo AI genauer an. Wenn wir uns hier eingeloggt haben, dann starten wir im Grunde genommen hier beim Home-Bereich und können uns hier einige Kreationen anschauen. Und wenn ihr euch das einmal so anschaut, also da kommen wirklich richtig, richtig gute Sachen bei raus. Egal so aus welchen Bereichen, ob das hyperrealistisch ist, Fantasy. Ihr seht das wirklich, es sind wunderbar tolle Bilder. Wir können hier dann auch nach, ja, wenn wir sagen, uns interessieren jetzt bestimmte Bereiche, könnten wir hier jetzt auch einfach einen Suchbegriff eingeben und dann würden uns halt Bilder angezeigt werden, die diesen Suchbegriffen letztlich entsprechen. Und das Schöne an Leonardo ist, dass wir hier immer den Prompt sehen. Und zwar hier Ultra Realistic Photography Medium Upper Shot of a 25-year-old woman und so weiter und so fort. Wir können uns quasi hier die ganzen Prompts anschauen, die letztlich verwendet wurden, um diese coolen Bilder zu verwenden. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil, das zeige ich euch nachher, eine künstliche Intelligenz, die Bilder erstellen kann, ist erstmal noch nicht viel wert, sondern das Ganze lebt und stirbt mit den sogenannten Prompts, also mit den Eingaben, die man macht. Und das ist fast schon eine kleine Wissenschaft für sich, aber dazu nachher noch mehr. Dann haben wir hier noch einen Community-Feed, hier sehen wir auch nochmal weitere Bilder und können uns natürlich auch wieder zu jedem Bild den Prompt hier rausziehen. Dazu klickt man zum Beispiel hier einfach jetzt mal bei dem Bild auf das Bild drauf und dann sieht man hier, was letztlich der Prompt ist. Und ihr seht schon an der Komplexität oder an der Länge des Prompts, dass das ein, ja, dass es nicht mal eben so erstellt wird und man hier mal easy peasy eine coole Illustration oder ein cooles Foto erstellt. Also das ist schon relativ aufwendig. Dann ist es auch so, dass man hier jetzt zum Beispiel Negativ-Prompts hat, also sprich, was denn quasi nicht erscheinen soll. Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Und wir haben hier unten noch ein paar weitere Informationen. Das zeige ich euch aber nachher, was es denn damit letztlich auf sich hat. Ihr könnt hier mit Copy Prompt euch einfach mal nur den Prompt kopieren oder mit Image to Image könntet ihr jetzt auch dieses Bild letztlich nehmen und sagen, anhand dieses Bildes neue Prompts aufsetzen. Jetzt als blödes Beispiel, dass auf dem Bild eben, ja, dass die Kaffee trinken soll oder irgend sowas. Also das wäre dann eben auch möglich und dann würde man eben ja eine ähnliche
ein ähnliches Bild bekommen, nur mit einer Person, die in etwa so ausschaut wie diese hier, die dann entsprechend Kaffee trinkt. Also das ist ziemlich cool und man kann hier mit Remix, könnte man das direkt in die Bildgenerierung laden und dann einfach neue Befehle hinzufügen oder auch direkt erstellen lassen und mal schauen, was denn dabei rauskommt. Aber wozu das nützlich und praktisch ist, da kommen wir dann nachher auch nochmal drauf. So, dann haben wir hier noch einen Personal Feed. Das wird euch ein bisschen bekannt vorkommen. Ich muss mal schauen, ob das beim Videoschnitt so klappt, wie ich mir das vorstelle, aber ich würde gern eben hier diesen Hintergrund oder dieses Wohnzimmer als Hintergrund nehmen. Das ist natürlich nicht mein eigenes Wohnzimmer. Das ist ein AI-generiertes Wohnzimmer. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ich habe da, hier seht ihr ja schon, ein Prompt eingegeben und war relativ simpel und wurde so dann gleich erstellt. Und alles, was man hier im Personal Feed sieht, sind eigentlich die Eigenkreationen. Und da seht ihr schon, was ich jetzt so alles hier kreiert habe. Ich habe ja mal ein bisschen mit rumgespielt. Ja, natürlich, klar, gibt es auch Fehler, wie hier jetzt zum Beispiel. Da passt das mit den Füßen nicht und die Hände sind auch ein bisschen komisch. Aber da kommen auch richtig coole Sachen bei raus, wie zum Beispiel hier diese Katzen oder... Ja, habe ich hier mal ein bisschen Anime probiert oder Katzen, die Karate machen. Sind zwar noch ein paar kleine Fehler, aber das könnte man sicherlich auch noch optimieren. Hier ist auch noch mal eine Karate-Katze. Ist eigentlich auch ganz lustig geworden. Dann habe ich hier mal ein paar Pattern versucht. Dann hier ein paar so, Chibi-Sachen. Die sehen alle ziemlich unterschiedlich aus. Wenn man sich jetzt mal das hier anschaut zum Beispiel oder das hier, das sind ja himmelweite Unterschiede. Beide Dinge haben sicherlich auch so seine Einsatzgebiete, aber warum die dann so maßgeblich unterschiedlich ausschauen, obwohl ich jedes Mal Chibi-Dog eingegeben habe, seht ihr hier überall Chibi-Dog und trotzdem sieht es so ganz krass anders aus, da kommen wir dann gleich noch drauf. So, und jetzt kommen wir mal gleich zu einem ganz besonderen Punkt, was dieses Leonardo AI wirklich besonders macht. Und zwar ist es so, dass ja letztlich die künstliche Intelligenz aufgrund von Modellen lernt und diese Modelle entstehen halt dadurch, dass man dieser künstlichen Intelligenz Bilder gibt oder sie mit Bildern füttert und auf Basis dessen kann sie dann entsprechend eben den Stil sozusagen nachmachen. Und das ist ziemlich cool. Ich hatte hier schon mal testweise was angelegt, aber leider war mir das jetzt dann zu viel Aufwand beziehungsweise hat mir jetzt einfach die Zeit gefehlt. Aber man könnte hier jetzt zum Beispiel ganz viele Bilder von der Natur reinpacken und dann, wenn man das nächste Mal ein Naturbild erstellen möchte, könnte man sagen, ich möchte diese Engine nutzen, um dass Bilder quasi im Stil dieser Bilder, die ich hier hochgeladen habe, erstellt werden. Und das ist ganz nützlich. Also das zeige ich euch dann nachher auch noch, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Beziehungsweise können wir eigentlich gleich mal reinschauen. Und zwar in die Fine-Tuned Models. Und zwar ist es so, wir haben hier einmal von Leonardo AI erstellte Models sozusagen oder Engines. Und die kann man für ganz verschiedene Zwecke hernehmen. Das seht ihr jetzt schon. Hier DreamShaper V5 ist halt so, ja, fotorealistisch. Das steht auch immer hier unten drinnen. Für fotorealistisch und Anime geeignet. Dann hier eben Leonardo Diffusion. Ist halt mit dem Schatten und Kontrast, sehr schattenreich und kontrastreich. Dann seht ihr ja selber, was man hier alles so auswählen kann, so ein bisschen Vintage-Style. DreamShaper 3.2 ist so ein bisschen, Anime-Style oder ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Und so weiter und so fort. Das sind jetzt quasi die Modelle, die jetzt hier Leonardo zur Verfügung stellt. Die kann man auch alle auswählen, aber... Es gibt eben noch Community-Modelle. Und anhand dieser Community-Modelle sehen wir eben schon, mit was für Dingen die eben so trainiert worden sind. Anhand eben dieser Vorschaubilder. Man kann hier dann auch ein bisschen gucken, was sie dann dazu geschrieben haben. Das ist vielleicht nicht immer ganz so akkurat. Aber man sieht schon, was für Art von Bildern hier Zombie-Anime. Das wurde halt mit Zombie-Animes trainiert. Und dementsprechend, wenn man dann sowas erstellen möchte, ist dieses Modell jetzt zum Beispiel gut dafür geeignet. Also das heißt, wir können auch diese Modelle hier benutzen für unsere Erstellung und wir können eben uns auch eigene Modelle erstellen. Das ist ziemlich eine coole Sache. Io Models, da würden halt dann meine Models drinstehen. Ich kann dann auch Models favorisieren.
die würden dann eben da drin stehen. So, jetzt noch eine Sache, bevor wir uns die Bilderstellung genauer anschauen. Warum ist denn dieses Leonardo AI auch noch so eine coole Alternative zu Midjourney? Und zwar, das ist ein ganz einfacher Grund. Es ist vor allen Dingen auch preislich sehr attraktiv. Das Ganze gibt es nämlich kostenlos. Und zwar für, ich glaube, 200 Credits pro Tag. Das heißt, man hat am Tag 200 Credits pro Bild, kostet in der Regel 1 Credit. Das kommt ein bisschen drauf an, was man genau macht. Upscalen zum Beispiel kostet 5 Credits. Aber grundsätzlich ist es so, wir jeden Tag diese Credits aufgefüllt bekommen und dann sozusagen wieder von vorne anfangen können und wieder Bilder erstellen können. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und für den, den das eben nicht ausreichend ist, hier sehen wir es, bis zu 150 Generierungen pro Tag und oder schnelle Generierungen pro Tag. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es dann einfach nur langsamer geht. Aber ja, müssen wir mal sehen. Und hier hätte man schon das erste Paket für 10 Dollar im Monat, wenn man es jährlich bezahlt, wären dann 120 Dollar. Also um die 110 Euro oder was. Oder wenn man es eben monatlich bezahlt, wären wir hier bei 12 Dollar pro Monat. Das ist ja eigentlich ein ziemlich fairer Preis, würde ich jetzt schon fast sagen. Und man hat hier 8500 Generierungen pro Monat. Das sind natürlich mehr, als wenn man jetzt hier von diesen ungefähr 4500 Generierungen pro Monat ausgeht. Wie gesagt, für den Preis, da kann man wirklich nichts sagen. So, dann schauen wir uns mal die Image-Generierung so an. Hier seht ihr jetzt mal so meinen Feed, was ich denn so alles erstellt habe. Das war jetzt eben dieses Wohnzimmerbild, was ich jetzt hier, wenn alles gut geht, im Hintergrund habe. Das war eigentlich nur relativ ein kleiner Prompt, gar nichts Großes. Das war so mein erster Versuch, der war jetzt nicht so gut. Da habe ich aber auch die gleiche Engine genommen. Ach, ich hatte hier einfach ein anderes Dateiformat ausgewählt, beziehungsweise ein Größenformat. Eben 16:9 und hier war es eben, ich glaube, keine Ahnung, was da ausgewählt war. Auf jeden Fall hat es halt einfach nicht gepasst. Dann hier so Tiger zum Beispiel, auch kein großer Akt eigentlich. Ich finde, das sieht ganz cool, wenn man auf solche Löwenköpfe steht. Dann hier eine Blumenwiese. Dann kommen hier jetzt meine Karate-Katzen. Dann hier nochmal andere Katzen. So Anime habe ich mal ausprobiert. Ja, und die Karate-Geschichten eben. Wobei die jetzt leider nicht ganz so cool geworden sind. Also an sich sehen sie schon cool aus, aber es gibt leider so mit den Füßen hier noch ein bisschen Probleme. Das passt dann irgendwie nicht so ganz. Aber das ist ja prinzipiell bei künstlicher Intelligenz so ein bisschen das Problem mit den Gliedmaßen. Das passiert auch manchmal bei Midjourney, dass hier einfach zu viele Finger da sind oder mit den Füßen es nicht passt oder mit den Händen. Ich meine, es wird immer besser werden, dass wir stehen ja jetzt letztlich in den Anfängen und auch dieses Leonardo ist quasi im Alpha-Stadium. Es ist sozusagen ein Early Access, dem man hier jetzt beitritt. Also von daher darf man da vielleicht das nicht ganz so eng sehen. Und wenn man den Prompt ein bisschen ändert oder einfach nochmal was neu generieren lässt, dann kann es auch wieder sein, dass ein cooles Bild dabei ist. Hier habe ich mal ein paar so Pattern ausprobiert und das sind jetzt eben hier so die Chibi-Sachen. Dann hätte ich gesagt, wie gehen wir denn vor, wenn wir jetzt zum Beispiel Design oder halt Elemente für unser T-Shirt-Design herstellen wollen. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Ich hatte da nämlich vorhin was gefunden und da sehen wir schon, es haben schon Leute hier T-Shirt-Designs erstellt. Da sehen wir jetzt übrigens auch schon ein bisschen so den Nachteil. Und zwar sind hier alle Prompts quasi öffentlich in der kostenlosen Version. Also von daher, wer diese Prompts hier nicht öffentlich haben möchte, der sollte dann sich einfach ein kostenpflichtiges Abo gönnen. Wie gesagt, geht hier ab 10 Dollar im Monat los, beziehungsweise umgerechnet im Monat. Das ist jetzt kein Vermögen. Wie auch immer, aber testet es einfach mal und im Zweifel kann man sich das ja dann auch kaufen und dann die Prompts eben verstecken. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen irgendwas im Stile hier von diesem und sagen einfach, wir wollen jetzt halt statt einen Affen, wollen wir da irgendein anderes Tier drin haben. Dann klicken wir einfach mal auf das Bild drauf und dann sehen wir schon, wie hier eben der Prompt ist und wir sehen, welches Modell verwendet worden ist. Das zeige ich euch jetzt dann gleich, wie das funktioniert. Und zwar würden wir jetzt in diesem Fall hier auf Remix gehen und bei Remix ist es so, es wird uns der komplette Prompt hinzugefügt und auch die Negativ-Prompts werden uns hinzugefügt. Die Negativ-Prompts, die solltet ihr auch so immer mitnehmen, damit eben, ja, ihr seht schon, wenn das ein bisschen anguckt,
verkorbt, dass es halt nicht nur ein Teil vom Bild ist. Keine zwei Gesichter in dem Fall. Ja, keine Usernamen, kein Watermark, keine Signaturen und so weiter, dass das halt alles draußen ist. Das hilft einem schon mal deutlich, um eben auch Fehler bei der Bilderstellung zu vermeiden. Bei diesem Beispiel wurde ursprünglich eben Leonardo Diffusion ausprobiert. Dann hätte ich gesagt, bleiben wir jetzt auch einfach mal bei Leonardo Diffusion und statt einem Babyaffen machen wir vielleicht einfach mal ein Babykatze. Und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Klicken wir hier auf Generate. Alles andere lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Was auch cool ist, das geht ziemlich schnell. Ich glaube, das dauert 6 Sekunden oder sowas. Okay, wir sind jetzt bei 8. Hat jetzt 12 Sekunden oder sowas gedauert. Wenn wir uns das jetzt anschauen, das sieht doch schon mal gar nicht uncool aus. Und so können wir uns quasi mit vorhandenen Prompts unsere eigenen Dinge erstellen. Jetzt möchte ich euch aber noch mal kurz diese unterschiedlichen Modelle hier zeigen. Wir haben jetzt den Leonardo Diffusion gehabt. Wir können jetzt mal den Dream Shaper nehmen. Da kommen dann teilweise wirklich völlig andere Ergebnisse raus. Das ist total faszinierend. Seht ihr schon, ist was ganz anderes, aber auch nicht uncool. Nehmen wir mal Leonardo Kreativ und wieder was völlig anderes. Und so könnt ihr euch im Prinzip eure eigenen, ja, ich möchte mal fast schon sagen, kompletten Designs ja eigentlich auch erstellen. Ich meine, wenn man sich jetzt hier sowas nimmt, das kann man ja wirklich wunderbar nutzen, um als Grafikdesign oder als T-Shirt-Design zu nutzen und vielleicht noch irgendwie einen Text hinzufügen. Was weiß ich, ich kann dich nicht hören oder irgendwas, ihr wisst schon, was ich meine. Und hätte man hier sofort ein richtig cooles Design. So, jetzt geht es natürlich noch darum, weil die Designgröße ist ja jetzt hier nicht so ganz passend. Wir können hier, also entweder könnten wir sagen, wir wollen das Image upscalen. Das würden wir hier oben machen. Also wir müssten das Image dann entsprechend upscalen. Und da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Und zwar hier Upscale Image Alternate. Also das würde das Ganze nochmal ein bisschen kreativ upscalen. Ist halt dann immer so eine Geschichte, was dann letztlich dabei rauskommt. Dann hier ein kreatives Upscalen. Und ja, man könnte jetzt dann auch das Ganze in den Canvas quasi reinladen und dann entsprechend das Bild hier noch erweitern. Also dass man einfach sagt, das ist jetzt in dem Beispiel ein bisschen blöd, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier so ein Wohnzimmer nimmt, wir können sie ja mal austesten, Edit in Canvas, dann platzieren wir das hier rein und dann könnten wir jetzt eben mit diesem Rahmen bestimmen, wo was passieren soll. Könnten wir eben sagen, hier hinten möchten wir noch eine Küche haben, Modern Kitchen, und dann generiert er uns hier hinten eben noch eine Küche hin. Und jetzt seht ihr schon, das hat sich hier quasi nahtlos eingefügt. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus und so können wir halt, ja, die Bilder letztlich total noch erweitern und verändern. Also das ist wirklich eine richtig, richtig coole Sache. Wir können das dann auch entsprechend hier anpassen und ja, also das Canvas ist eigentlich auch eine ziemlich coole Geschichte. So, jetzt gehen wir wieder zu unseren Bildern. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dieses hier wollen wir jetzt benutzen, dann müssen wir das hier herunterladen. Und das machen wir, indem wir hier einfach draufklicken und dann können wir hier Download das Bild herunterladen. Hier haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, das abzuscalen und so weiter. Aber letztlich geht es ja jetzt hier um den Download. Dann laden wir das runter, dann wird es einfach nur in einer neuen Seite geöffnet. Dann gehen wir hier mit Rechtsklick, sagen Bild speichern unter. Ich speichere es jetzt mal hier auf dem Desktop in den Ordner Midjourney. Ich nenne das Ganze einfach mal Katze. Und dann haben wir diese Katze heruntergeladen. Aber jetzt seht ihr schon, wenn wir hier reinscrollen, es ist halt sehr, sehr pixelig. Und das wollen wir ja letztlich vermeiden. Deswegen können wir auf Resizer gehen. Und da gibt es zum Beispiel einmal diesen BigJPEG unter bigjpg.com. Und hier, also ich habe es ein paar ausgetestet und ich muss sagen, dass das hier eigentlich so der beste ist. Mit dem kann man das Ganze dann bis zu 4-mal vergrößern. Dann gehen wir mal hier in unser Ordner rein und dann ziehen wir dieses Bild hier drauf. Dann wird das hier hochgeladen. Also hier ist es jetzt hochgeladen. Dann klickt man hier auf Start. Also hier sieht man auch nochmal, wie groß es jetzt ist, wie viel Pixel es hat. Dann gehen wir hier auf Start und dann ist schon vorausgewählt eben vierfache Größe. Wir könnten jetzt hier noch sagen, es ist ein Foto oder es ist ein Artwork. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Verminderung des Rauschens, dass es halt so
körnelig ist. Ja, muss man einfach ausprobieren. Das kommt halt von Bild zu Bild drauf an, wie man es verwendet. Aber ich lasse es einfach mal so, wie es ist, mit einer vierfachen Vergrößerung. Gehe hier dann auf OK. Dann beginnt das Ganze hier zu starten. Das dauert ein kleines Weilchen. Hier steht schon dran, circa 5 Minuten. Es ist halt das bei diesen kostenlosen Tools. Es gibt hier schon auch andere kostenlose Tools, aber ich muss sagen, hier mit diesem Image Resizer habe ich jetzt so eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Es hat halt wirklich gute Ergebnisse erzielt. Ich kann euch mal zeigen, was für Ergebnisse eben mit anderen Programmen erzielt worden sind. Also hier zum Beispiel habe ich mal ein Bild mit einem anderen Programm vergrößert. Jetzt sehen wir schon, hier sind wir bei 45%. Und wenn wir hier jetzt auf, ja, ich sage mal 250 oder 260% gehen, dann sehen wir schon, es ist alles ein bisschen verschwommen. Und im Gegensatz dazu gehen wir mal auf das hier, aber wieder auf 250%. Und da sehen wir schon, es ist hier deutlich schärfer als das andere Beispiel. Hier ist jetzt das andere Beispiel. Und wenn wir da mal eben auf das Regal gehen, ja, sieht man einfach schon die Unterschiede. Also von daher, BigJPEG ist hier wirklich ganz gut. Das ist jetzt auch schon fertig, hat gar nicht mal 5 Minuten gedauert. Da gehen wir einfach auf Download. Dann wird das Ganze heruntergeladen. Ich lade es mal direkt in den Download-Ordner und dann schauen wir uns mal an, wie groß das Ganze geworden ist. Jetzt sind wir bei 1,3 Megabyte. Also das ist wirklich keine schlechte Größe. Und wenn wir hier reingehen, dann sehen wir schon, das ist echt gut geworden. Gut, hier sieht man es jetzt schon, aber wir sind halt auch schon bei 379-facher oder 379%, sprich 3,79-facher Vergrößerung. Also das ist wirklich eine coole Sache. Ich habe euch ja schon in einem anderen Video gezeigt, wie ihr das Ganze dann vektorisieren könnt, entweder mit dem Photoshop beziehungsweise mit dem Illustrator von Adobe oder aber mit Adobe Express geht es auch ganz kostenlos und funktioniert eigentlich auch relativ gut. So, und jetzt zeige ich euch noch den versprochenen Trick, wie ihr das Ganze kostenlos nutzen könnt und vor allen Dingen sofort nutzen könnt. Kostenlos ist es ja für alle. Normalerweise, wenn ihr auf leonardo.ai geht, dann kommt ihr hier auf so eine Seite, wo ihr euch anmelden müsst und dann quasi in die Warteschlange einreihen. Und das dauert dann halt momentan, stand irgendwie dran, dass es, glaube ich, bis zu eine Woche dauern kann. Das Ganze könnt ihr aber umgehen, wenn ihr ganz einfach eingibt in eurem Browser app.leonardo.ai. Dann kommt ihr auf die Seite hier von Leonardo.ai. Ich logge mich mal aus. Und hier müsst ihr euch dann einloggen. Login to Leonardo.ai. Lasst euch da nicht irritieren. Ihr habt ja im ersten Moment noch keinen Login. Das spielt aber keine Rolle. Ihr könnt euch entweder mit der Microsoft-Adresse oder aber mit Google direkt einloggen. Das funktioniert allerdings wirklich nur, wenn ihr eine Microsoft-Adresse oder eben eine Google-Mail-Adresse habt. Dann würdet ihr einfach sagen, Continue with Google, müsst euch dann bei Google anmelden und dann könnt ihr euch hier direkt bei Leonardo ja austoben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Video.